Natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de. Es geht in eine neue Woche mit den Allgäu TV Nachrichten. Schön, dass Sie dabei sind. Abgebrochene Äste, kleinere umgestürzte Bäume, Schnee und glatte Straßen. Sturmtief Roxana ist gestern und heute Nacht über das Allgäu gefegt. Größere Schäden gab es nicht. Der benachbarte Landkreis Ravensburg war allerdings um einiges stärker betroffen als unsere Region. Dort gab es zahlreiche Unfälle und in Leutkirch war der Sturm so stark, dass er ein Klohäuschen mit sich riss und auf eine Straße schleuderte. So viel zur Sturmlage und jetzt der Blick auf die weiteren Themen. Mehr Tierwohl bei Aldi, Bauernprotest vor Filiale in Memmingen. Künstliche Intelligenz im Allgäu, Kaufbeurer Restaurant stellt Roboter ein. Und Eislaufen auf den Seen, BRK klärt über Gefahren und Rettungsmöglichkeiten auf. Das Wetter, die Sonne setzt sich wieder durch, der Schnee wird wohl weichen müssen. Trotz steigender Infektionszahlen hat Ministerpräsident Söder heute weitere Lockerungen angekündigt. Das betrifft den Kultur- und Sportbereich, die Sperrstunde in der Gastronomie und den Besuch von körpernahen Dienstleistungen. Die Details jetzt in Corona in Bayern. Die Corona-Maßnahmen in Bayern werden weiter gelockert, sanft und kontrolliert, so Ministerpräsident Markus Söder heute nach der CSU-Vorstandssitzung. Bei körpernahen Dienstleistern wie Friseuren oder Fußpflege gilt wieder 3G. Auch in Sport und Kultur wird gelockert. In beiden Fällen Kultur und Sport 2G plus mit Maske. Dies ist ein wirklich sehr, sehr hinreichender Schutz, den man haben kann. Das Plus fällt ja weg, wenn man geboostert ist, ja. Deswegen werden wir bei der Kultur die Zuschauerzahlen auf 75% zulassen und beim Sport dann auch auf die 50% gehen, einschließlich Stehplätze. Allerdings eine Maximalbegrenzung haben, wie wir das jetzt bislang hatten, dann auf 15.000. Zudem wird die Sperrstunde in der Gastronomie aufgehoben. Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband begrüßt diese Entscheidung. Wir haben gerade durch die verschlechterten finanziellen Unterstützungsmaßnahmen des Bundes eine Situation, in der jeder Umsatzzugewinn extrem wertvoll ist. Nach jüngster Umfrage sehen 52% unserer Betriebe sich in ihrer Existenz gefährdet. Und deswegen müssen wir jetzt einen Weg rausfinden, raus aus der Krise. Außerdem will der Freistaat die einrichtungsbezogene Impfpflicht vorerst aussetzen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die zum 15.03. kommen soll, ist kein wirksames Mittel mehr, um die jetzige Omikron-Welle zu begleiten oder zu dämpfen oder zu stoppen. Sie kann aber leider ein Instrument sein, um die Belastungssituation und Pflegesituation deutlich zu verschlechtern, sodass die Gefahr bestünde möglicherweise, dass wir durch Abwanderung, weil es nur eine spezielle Impfpflicht ist, dann möglicherweise erhebliche Probleme bekommen könnten. Morgen sollen die Lockerungen vom Bayerischen Kabinett beschlossen werden. Seit heute gibt's die Corona-Impfung auch in Apotheken. Diese sollen neuen Schwung in die Impfkampagne bringen. Apothekerinnen und Apotheker sind ja grundsätzlich Experten für Impfstoff. Sie haben jetzt in aufwendigen Schulungen Theorie wie Praxis auch gelernt, wie man den Impfstoff verimpft. Und sie können dann auch ihren Teil zur Impfkampagne beitragen. Vor allem dann, wenn wir wieder zum Beispiel Spitze haben, dass sich sehr viele Menschen zeitgleich, innerhalb sehr kurzer Zeit zumindest, impfen lassen möchten, wenn die derzeit impfenden Stellen, die Ärzte, die Impfzentren überlastet sind. Tatsächlich ist für viele Menschen die örtliche Apotheke auch ein gewohnter Ort des Vertrauens. Man kennt sich oft schon über viele Jahre und vielleicht kann man auf diese Weise einige besser ansprechen, die bisher skeptisch waren oder die Ängste hatten. Der Bayerische Apothekerverband geht davon aus, dass sich circa ein Drittel der knapp 3000 Apotheken an der Impfkampagne beteiligt. Musik.
Die Kühlregale in Supermärkten sind bis oben hin gefüllt mit Produkten, die ihren Ursprung im Stall oder auf den Feldern unserer Bauern haben. Klingt toll, doch hinter den Kulissen sieht es ganz anders aus. Die Bezahlung, die die Bauern für ihre Produkte bekommen, reicht für sie oft nicht aus, um über die Runden zu kommen. Dazu kommt aktuell die große Werbekampagne einer deutschen Supermarktkette, mit der die Landwirte alles andere als einverstanden sind und gegen die sie sogar bereits demonstriert haben. Johannes Klemp berichtet. Milch, Eier und Wurst. Ein Großteil der Lebensmittel in diesem Einkaufswagen stammt aus der Landwirtschaft. Die werden aber in den meisten Fällen nicht von den Bauern direkt verkauft, sondern über Supermärkte und andere Unternehmen, die die Ware von den Landwirten abkaufen. Für einen Liter Milch bekommt man im Moment aktuell etwa 40 Cent. Für die Landwirte ist das eindeutig zu wenig. Eine große Werbekampagne der Supermarktkette Aldi hat das Fass letztendlich zum Überlaufen gebracht. Bayernweit demonstrierte der Bauernverband am vergangenen Samstag vor verschiedenen Aldi-Filialen. Am vergangenen Montag hat Aldi große Werbekampagnen in allen Tageszeitungen gestartet, die wohl viel Geld kosten. Und bei uns Landwirten fälschen Discounter um jeden 10%. Und deshalb sind wir jetzt hier speziell vor Aldi in Memmingen, um zu demonstrieren. In der Werbekampagne verspricht Aldi zukünftig auf mehr Tierwohl zu achten. Durch die gleichbleibend schlechte Bezahlung fühlen sich die Landwirte aber hintergangen. Noch vor der Demonstration wurde ein offener Brief an Aldi Süd verfasst, in dem die Bauern ihren Standpunkt klarstellen. Doch die Kommunikation mit der Supermarktkette läuft nur schleppend. Also in Haltungsstufe 2 hat Aldi jetzt signalisiert oder die LEH signalisiert, dass 1,2 Cent uns da damit entlohnen wollen. Allerdings beträgt gerade Trinkmilch, macht nur 13% von der gesamten Milcherfassung aus. Und daher wird dafür vielleicht 0,2 oder Cent irgendwo beim einzelnen Landwirt im Durchschnitt ankommen. Und für die Investitionen, die wo anstehen, sind solche Beträge deutlich zu wenig. Die Aktionen des Bauernverbands in den letzten Tagen haben, wie es aussieht, bereits Wirkung gezeigt. Aldi ist mittlerweile mit einem Angebot auf die Landwirte zugegangen. Ganz damit einverstanden ist der Bauernverband aber nicht. Der Austausch hat von unserem Präsidenten jetzt stattgefunden mit einem offenen Brief, der wo direkt an Aldi Süd geschickt wurde. Mir ist jetzt aber nicht bekannt, ob schon eine Antwort gekommen ist oder ob es eine Stellungnahme seitens von Aldi gab. Wir haben jetzt auf jeden Fall festgestellt, dass die Marktleiter eine Ansage bekommen haben, dass sie mit uns nicht reden dürfen. In Zukunft erhoffen sich die Landwirte ein Entgegenkommen von Aldi und mehr Wertschätzung für bayerische, heimatnahe Lebensmittel. Das soll sich auch in der Bezahlung zeigen. Ja, Wertschätzung, darum geht es auch bei einer haarigen Aktion von zahlreichen Ostallgäuer Friseurbetrieben. Sie wollen dem Pflegepersonal der Kliniken in Kaufbeuren, Buchloe und Füssen Danke für ihren Einsatz während der Pandemie sagen. Und zwar mit Taten statt mit Worten, also mit Schere, Kamm und Glätteisen. Ab heute können sich die Klinikmitarbeiter bei den rund 40 teilnehmenden Friseuren im Ostallgäu anmelden und dann mit neuem Haarschnitt gestärkt in ihren Arbeitsalltag starten. Eine wirklich schöne Idee. Es gibt gute und schlechte Nachrichten aus Allgäuer Sicht von den Olympischen Spielen. Erst eine Medaille und dann die Disqualifikation der Oberstdorferin Katharina Althaus heute. Mehr gleich in Kompakt. Auch Fernweh? Erlebe das Strand- und Bergparadies Korsika. Direkt und bequem jeden Sonntag ab dem Allgäu Airport Memmingen. Alle Infos unter romberg-reisen.de und in Ihrem Reisebüro. Bettennägele, das größte Schlafzentrum in Kaufbeuren und Landsberg mit Zufriedenheitsgarantie. Ihr zertifiziertes Premium-Fachgeschäft mit computergestützter Körpervermessung für Ihre ideal passende Matratze oder Boxspringbett. Bettennägele in Kaufbeuren und Landsberg. Was ist das Beste, was passieren kann? Finde es heraus. Lotto spielen bei Lotto Bayern. Nimm dein Glück in die Hand. In Ihrer Annahmestelle und auf lottobayern.de.
Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming@allgäu-tv.de. Waffenbär, das Haus für Jagd, Sportwaffen, Jagd- und Trachtenmode. Der Spezialist für Ferngläser und Outdoor-Artikel. Große Auswahl und persönliche Beratung sind unsere Stärke. Waffenbär. Und jetzt die Kurznachrichten am Montag. Ministerpräsident Markus Söder will die Umsetzung der Impfpflicht im Pflegebereich aussetzen. Er befürchtet, dass die Pflegesituation durch diese Maßnahme schlimmer werde. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitssektor wäre eigentlich ab dem 15. März in Kraft getreten. Söder erklärte, er sei für eine allgemeine Impfpflicht und hoffe diesbezüglich auf eine kluge Entscheidung der Regierung. Silber bei Olympia. Die Oberstdorfer Skispringerin Katharina Althaus hat die erste Medaille für Deutschland bei den Olympischen Winterspielen in Peking gewonnen. Die 25-Jährige holte sich die Silbermedaille auf der Normalschanze. Althaus hatte nach dem ersten Durchgang mit 105,5 Meter die Führung übernommen. Der Sieg ging dann aber nach Slowenien. Die Oberstdorferin hatte bereits vor 4 Jahren bei den letzten Olympischen Spielen die Silbermedaille im Einzelspringen geholt. Die große Freude über die Silbermedaille hat heute große Enttäuschung weichen müssen, denn das deutsche Mixteam schied nach der Disqualifikation der Oberstdorferin Katharina Althaus aus. Ein zu großer Anzug war der Grund dafür. Die deutsche Mannschaft lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 2. Neben Althaus wurden auch Springerinnen aus Österreich, Japan und Norwegen disqualifiziert. Der deutsche Herrenbundestrainer Stefan Horngacher konnte die Disqualifikation nicht nachvollziehen. Er nannte die Entscheidung der Jury ein Kasperltheater. Die Goldmedaille im Mixteam-Wettbewerb sicherte sich Slowenien vor Russland und Kanada. Mehrere Auffahrunfälle auf der A7. Am Samstag ist es auf der A7 bei Bergheim im dichten Verkehr zu 3 aufeinanderfolgenden Auffahrunfällen gekommen. Beim ersten Unfall ist ein VW Touran, der das Stauende zu spät gesehen hatte, auf das vor ihm fahrende Fahrzeug aufgefahren. Dabei wurden insgesamt 4 Fahrzeuge beschädigt. Der Fahrer eines nachfolgenden VW Tiguan erkannte die Unfallstelle zu spät und fuhr auf das letzte Fahrzeug auf. Die nachfolgenden beiden PKW erkannten die Situation und konnten rechtzeitig bremsen. Dem Fahrer eines BMW gelang dies jedoch nicht. Er fuhr auf den vor ihm fahrenden PKW auf und schob diesen wiederum auf das Fahrzeug davor. Insgesamt wurden bei den 3 Unfällen 9 Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Verletzt wurde eine Person. Bei einem Traktorunfall im Landkreis Unterallgäu ist ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Wie am Sonntag bekannt wurde, war der 49-Jährige mit einem 22-jährigen Fahrer auf seinem Traktor unterwegs. Außerdem sollen 2 weitere Personen im Traktor mitgefahren sein. Laut Polizei waren alle angetrunken. 2 der Mitfahrenden sind auf der Ackerschiene gestanden, ein Anbauteil, mit dem die Zugmaschine und der Anhänger verbunden sind. Der 49-Jährige ist in einer Kurve nahe Breitenbrunn von der Ackerschiene heruntergefallen und auf den Asphalt gestürzt. Wegen seiner schweren Kopfverletzungen musste ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus bringen. Unfall mit LKW auf B12. Heute Morgen gegen 7.30 Uhr ist ein Sattelzug auf der B12 Höhe Herkensweiler von der Fahrbahn abgekommen. Grund dafür war laut Polizei der starke Schneefall. Der mit Milchprodukten beladene LKW kippte samt Auflieger auf die Seite. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Aufgrund des starken Berufsverkehrs kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Sattelzug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehr Herkensweiler war vor Ort und regelte den Verkehr. Am Sonntagnachmittag gab es große Aufregung in einem Altenheim in Kaufbeuren. Ein 87-jähriger unter Demenz leidender Bewohner hatte leicht bekleidet die Einrichtung verlassen. Die Polizei startete darauf eine Suchaktion zusammen mit Feuerwehr, Wasserwacht und Rettungshundestaffel. Insgesamt waren mehr als 120 Einsatzkräfte unterwegs.
Gegen 22 Uhr hat ein Suchhund den Vermissten dann auf dem Dachboden des Altenheims gefunden. Der Mann wurde daraufhin ins Klinikum gebracht. Von den Pflegekräften wird vermutet, dass der Bewohner sich verlaufen hatte. Verkehrsunfall mit 3 Verletzten. Ein 38-Jähriger hat am Samstagnachmittag an der Kreuzung der Tegelbergstraße in Mindelheim einen Unfall verursacht. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 49-jährigen Pkw-Fahrers. Der 49-Jährige versuchte auszuweichen, erfasste den anderen Pkw jedoch im Heckbereich. Durch den Aufprall drehte sich dieses Fahrzeug und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Der Unfallverursacher und seine 3 Fahrzeuginsassen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Soweit die News vom Montag. Wie es mit dem Wetter für die kommende Woche aussieht, das sehen Sie jetzt. Das Adlerwetter wird präsentiert von den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen. Entdecke jetzt alle Adler 7 Stationen und mach die Zweiländer-Skiregion zu deinem Revier. In der kommenden Nacht gibt es im ganzen Allgäu einen sternenklaren Himmel. Die Temperaturen liegen zwischen minus 5 und minus 3 Grad. Zum morgigen Vormittag ziehen Wolken auf, die Sonne zeigt sich jedoch immer mal wieder. Die Werte steigen auf 4 bis 6 Grad. Es kommt vereinzelt zu Sturmböen. Nachmittags nimmt die Bewölkung ab. Im Unterallgäu und Teilen des Ostallgäus gibt es viel Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 8 Grad. Auch in den Allgäuer Skigebieten gibt es Sonnenschein mit leichter Bewölkung. Die Temperaturen am Berg liegen zwischen minus 5 Grad in Beusterlang und plus 4 Grad in Jungholz. Den meisten Schnee gibt es mit 1,60 Meter am Nebelhorn. Der Mittwoch lässt fast schon Frühlingsgefühle erwachen. Es gibt strahlenden Sonnenschein bei bis zu 10 Grad. Zum Donnerstag ziehen Wolken auf, die Sonne zeigt sich trotzdem bei maximal 9 Grad. Der Freitag bringt wieder Winterwetter, es kommt zu Schneeregen und vereinzelten Böen. Die Höchsttemperatur liegt bei 2 Grad. Die Gastrobranche hat es in Sachen Personal aktuell nicht einfach. Der Personalmangel wird immer größer. Vereinzelte Betriebe müssen sogar schließen oder ihre Öffnungszeiten reduzieren. Durch Corona hat sich diese Problematik noch mal verstärkt. Ein Restaurant in Fischen hat dafür eine Lösung gefunden. Dort gibt es eine neue Mitarbeiterin, die täglich 12 Stunden am Stück arbeiten kann, nie krank ist und keinen Urlaub braucht. Wir haben uns das mal genauer angesehen. In der Speisegalerie in Fischen gibt es eine neue Mitarbeiterin und die ist alles andere als gewöhnlich. Bella kann zwar sprechen und miauen, ist aber weder Mensch noch Katze, sondern ein Roboter. Ihr Job ist es, die Servicekräfte zu unterstützen. Die Bestellung läuft ganz normal über die Bedienung ab. Wenn das Essen jedoch fertig ist und die Bedienung noch beschäftigt ist, kommt Bella zum Einsatz. Dann ruft die Küche die Bella, unseren Service-Roboter. Dort stellen sie das Tablett oder das Essen dann auf die Maschine und sagen ihr, wo sie hinfahren soll. Parallel fängt sie die Bedienung dann im Restaurant ab. Die geht mit an den Tisch und dann räumt die Bedienung von dem Service-Roboter das Essen ab und serviert es. Bella hat aber auch noch weitere Aufgaben. Wenn Kunden beispielsweise die Toilette suchen, zeigt sie ihnen den Weg. Auch beim Abräumen ist sie behilflich. Sie fährt das benutzte Besteck und Geschirr in die Küche. Dazu muss sich der Roboter in den Räumlichkeiten bestens auskennen und orientieren. Unser Roboter ist 3D gesteuert, also er hat eine visuelle Karte in seinem Gehirn und die wurde ihm eingeflößt durch einen 3D-Scanner. Und auf dem 3D-Scanner wurden eigentlich die Punkte deklariert, wie wir arbeiten oder wo die Spülmaschine steht oder Tisch 1 ist oder die Bar. Und dementsprechend kann er die Befehle 100% und genau ausführen. Trotz der komplizierten Technik gab es bisher keine Probleme. Der Roboter ist hier seit gut 2 Wochen im Einsatz. Auch die Sorge, dass Bella bei den Kunden nicht gut ankommt, wurde Anton Schöll genommen. Da hatten wir am allermeisten Angst davor, dass wir eigentlich ausgelacht werden. Aber ganz im Gegenteil, sie finden das so schön. Und unsere Bella ist ja nicht nur innovativ, sondern auch bezaubernd. Bella sorgt auch für Unterhaltung. Wenn sie hinter den Ohren gestreichelt wird, miaut sie. Und auch musikalisch hat sie einiges zu bieten. Der Roboter unterstützt also in erster Linie die Servicekräfte. Obendrauf unterhält er noch die Gäste.
Menschliche Bedienungen komplett ersetzen kann und soll er aber nicht. Der Roboter kann definitiv keine Bedienung ersetzen. Soll auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein, sondern er soll die Bedienungen erleichtern, dass er viel mehr Zeit für den Gast hat und nicht einfach für unwesentliche Sachen, lange Wege oder sonst irgendwas auf der Strecke ist, sondern dass er sich rein um den Gast kümmern kann. Er soll den Bedienungen also die Arbeit erleichtern und somit auch den Personalmangel bekämpfen. In der Speisegalerie klappt das bisher ganz gut. Und wer weiß, vielleicht treffen auch Sie bei Ihrem nächsten Restaurantbesuch auf einen Roboter wie Bella. Ja, wer weiß. Heute ist übrigens der US-amerikanische Liebe-deinen-Roboter-Tag. Dabei geht es darum, welche Rolle Roboter in unserem Leben spielen und um die Frage, wie viel Menschlichkeit sie verkörpern. Damit verbunden dann wieder die Frage, ob man auch einer Maschine Respekt und Zuneigung zukommen lassen kann und darf. Das mit den Eisflächen auf unseren Seen ist in diesem Winter so eine Sache. Eigentlich ist es kalt genug, aber für ein stabiles Eis reicht das oft nicht. Die unterschätzte Gefahr unter den Schlittschuhen, gleich unser Thema. Bei uns genießen Sie Ihren Urlaub auch mit körperlichen Einschränkungen. Erfahren Sie Freude an Unternehmungen und gleichzeitig qualifizierte Pflege. Berggasthof Sonne, Pflegehotel Allgäu. Urlaub genießen und Pflege erfahren. Angenehm und ökonomisch heizen. Ofensysteme Allgäu hat Ihren Wunschofen. Klassisch oder modern. Wir sind Ihr Kachelofenspezialist nach dem Grundofenprinzip. Höchste Qualität und individuelle Konzeption. Ganz nach Ihren Bedürfnissen. Ofensysteme Allgäu. Mehr Infos auf grundofen.de. Was ist das Beste, was passieren kann? Finde es heraus. Lotto spielen bei Lotto Bayern. Nimm dein Glück in die Hand. In Ihrer Annahmestelle und auf lottobayern.de. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Lassen Sie sich vom Haus der bayerischen Geschichte in eine aufregende Epoche entführen. In der Sonderausstellung Tempo Tempo – Bayern in den 1920ern. Jetzt im Hutmuseum Lindenberg. Mehr auf deutsches-hutmuseum.de. Das Allgäu ist für mich die Heimat, in die ich immer wieder gern zurückkehre, weil es hier einfach die schönsten Berge gibt. Man kann hier alles Mögliche machen. Hier sind meine Freunde auch daheim und ja, das macht für mich das Allgäu aus. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Wintersportarten sind natürlich gerade bei uns im Allgäu beliebt. Auch Eislaufen zum Beispiel. Und was gibt's Schöneres, als auf einem zugefrorenen See Schlittschuh zu laufen oder über eine vermeintlich sichere Eisfläche zu spazieren? Das Ganze ist jedoch nicht ganz ungefährlich. Passieren kann da einiges. Wir haben uns mit der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes am Schwansee in Füssen getroffen und über die Gefahren und möglichen Rettungsmaßnahmen gesprochen. Ein zugefrorener See an einem sonnigen Wintertag, verlockend für den ein oder anderen Eisläufer oder Spaziergänger. Man sollte sich aber gut überlegen, ob das Eis einen auch wirklich trägt. Der Schwansee in Füssen ist im Winter einer der ersten Seen im Allgäu, der zufriert. Trotzdem kann man auch an kalten Tagen nie sicher sein, ob einen das Eis auch wirklich trägt. Herr Acherz, was gibt's denn für einen Laien so für Anhaltspunkte, wenn man aufs Eis will? Wann darf man aufs Eis? Wie kalt muss es sein und wie lange muss es kalt sein? Boah, das kann man eigentlich schwer sagen. Es sollte schon mehrere Tage natürlich kalt sein. Mir von der Wasserwacht geben, das muss ich gleich sagen, auch keine Seen mehr frei. Da muss man sich wirklich bei der Gemeinde informieren oder Landratsamt, genau. Ja, ich sage mal ab 5 cm ist es haltbar bei einer Person. Ab 8 bis 9 cm sind wir dann bei einer Gruppe
Und dann geht es halt eben weiter bei 12 bis 18 cm. Kann man dann schon schwerere Geräte auffahren, sage ich mal. Aber man will ja Schlittschuh laufen, ein bisschen der Eissport machen. Da reichen theoretisch 8 bis 10 cm aus. Wann hat es denn 8 bis 10 cm? Wie viele Tage muss da kalt sein und wie kalt? Minusgrade? Also es sollte auf jeden Fall Minusgrade haben. In der Regel circa eine Woche sollte es schon kalt sein. Also wirklich bei minus 10, wenn nicht kälter. Aber immer wieder Vorsicht, Vorsicht bitte auf den bayerischen Seen. Mhm. Wann sollte man denn das Eis auf gar keinen Fall betreten? Ja, bei Tauwetter natürlich. Auch sollte man dunkle Stellen vermeiden. Dunkle Stellen im Eis, da kann Luft darunter sein. Das Eis ist einfach noch nicht zu dick. Genauso wie bei Flüssen, da sollte man das Eis vermeiden, weil unter dem Eis ist Bewegung vom Wasser. Da können Hohlräume entstehen. Da sollte man auf gar keinen Fall drauf. Genau. Und im Notfall, wenn jetzt wirklich jemand einbrochen ist und ich als Laie daherkomme und der Person helfen will, was sollte ich auf keinen Fall tun, um der Person zu helfen? Auf gar keinen Fall selber hingehen, mit hinterher springen, bitte nicht. Genauso wie die Hand reichen, also auf gar keinen Fall, weil derjenige, der im Wasser ist, der will raus und derjenige zieht einen mit rein, definitiv. Betritt man das Eis und es bricht ein? Gibt es dann nur wenige Mittel, um eine Person zu retten, vor allem als Laie? Das allererste ist auf jeden Fall mal die 112 Notruf wählen, dass auf jeden Fall mal Hilfe kommt, also dass ein Wasserwacht kommt. Und dann müsst ihr selber entscheiden, schafft ihr es, da zum Helfen oder nicht? Sprich, ist das Eis überhaupt dick genug, dass ihr in die Nähe kommt? Wenn ja, dann, wir haben jetzt zum Beispiel am Schwanensee Eisrettungsstangen oder ansonsten einen langen Schal. Probieren, flach dem zuzumrobben und dem was hinzuschmeißen. Niemals selber die Hand geben, der wird euch nämlich definitiv mit ins Wasser reinziehen. Bevor man sich aber selbst in Gefahr begibt, hilft es auch, den Ertrinkenden mental zu unterstützen. Gut zureden, auf jeden Fall sagen, dass natürlich die Wasserwacht schon unterwegs ist, müssen sie unbedingt ruhig verhalten, weil wenn man sie nicht ruhig verhält, kommt man leicht unter das Eis rein und in dem Moment, wo du unter das Eis rein kommst, ich glaube, dürfte jedem klar sein, dann haben wir ein größeres Problem. Bis die Wasserrettung also eingetroffen ist, erstmal versuchen, Ruhe zu bewahren. Die Profis rücken dann mit voller Mannschaft an, um eine professionelle Rettung durchzuführen. Natürlich so schnell wie möglich wie bei jedem Einsatz anfahren. Wir werden schon unterwegs klären, wer welche Rolle übernimmt. Sprich, wir haben dann einen Eisrettungsschlitten, der wird sofort vorbereitet. Mit einem Eisschlitten geht dann einer der ehrenamtlichen Helfer aufs Eis. Dabei wird er mit Seilen von seinen Kolleginnen und Kollegen gesichert. Der Schlitten bietet dem Retter in Not Eigenschutz, was immer an erster Stelle steht. Sobald der Ertrinkende aus dem Wasser gezogen wurde, wird dieser in eine Decke eingepackt und anschließend mit Erste-Hilfe-Maßnahmen rundum versorgt. Auf der Homepage der Seebetreiber oder der zuständigen Gemeinden kann man sich übrigens informieren, ob man den jeweils zugefrorenen See betreten darf oder nicht. Im Zweifel gilt aber immer vorsichtshalber nicht aufs Eis. Und morgen geht es bei uns um eine neue Art der Klinikküche und um einen Dauerbrenner. Seit 10 Jahren das große Loch in Kempten. Da scheint sich jetzt endlich was zu tun. Bis morgen bei Allgäu TV. Traditionelles Handwerk, Menschen und Vereine mit besonderem Engagement oder eindrucksvolle Orte. Ja, unser Allgäu hat viel zu bieten. Auch dieses Jahr sind wir wieder mit unserem Magazin Land und Leute im Allgäu unterwegs. Doch dieses Mal sind Sie gefragt. Sie kennen jemanden mit einem interessanten Hobby, einen tollen Verein oder einen Ort, den man einfach mal gesehen haben muss. Dann melden Sie sich bei uns und machen Sie zusammen mit uns Land und Leute zu etwas ganz Besonderem. Salite.
natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de